Yo Leute, was geht ab? C2DMX, Kriegs am Start und wir sind wieder mit einem neuen Video zurück und zwar mit der 7. Woche der Season 7 bei Fortnite, Leute. Das bedeutet, wir haben wieder neue Battle Pass Herausforderungen und wie auch bei den letzten Videos werden wir euch später, gleich eine Karte einblenden, bei der ihr direkt alle Lösungen auf einem Blick sehen könnt. Das heißt, ihr müsst nicht mehr irgendwie alle Videos oder mehrere Videos für eine einzige Mission schauen, also für verschiedene Missionen mehrere Videos, sondern ihr habt jetzt hier gleich auf der Karte alle Lösungen, die ihr für die 7. Woche braucht. Ich werde euch gleich nur kurz erklären, auf was ihr da achten müsst, beziehungsweise wie die Karte zu lesen ist und dann blende ich euch die ein und ihr könnt die ganzen normal benutzen, einfach das Video rechts irgendwie an den Rand oder so oder guckt euch das an, guckt euch das auf dem Handy an, legt euch das irgendwo hin und dann könnt ihr einfach die Mission durchhasseln und dann seid ihr auch schon fertig mit der 7. Woche. Aber nur ganz, ganz, ganz kurz vorab, wenn ihr Bock habt auf unsere Videos und Streams, dann folgt uns auf jeden Fall auch auf Instagram, auf Snapchat, auf Twitch, wenn ihr Bock habt, die Streams lieber auf Twitch statt auf YouTube zu sehen. Und abonniert uns und ihr wisst Bescheid, ne, ein Abo da lassen und ein Like und so, das wird uns freuen. Nee, Spaß beiseite, Leute. Auf jeden Fall, hier habt ihr jetzt die Karte und ihr könnt hier alle Lösungen sehen. Wie ist die Karte nun zu lesen? Zum Beispiel, ihr seht jetzt hier diese roten Häuschen, die auf der Karte zu sehen sind. Einmal zum Beispiel da bei Paradise, dann bei Dusty Links, bei Lonely Lodge und so weiter und so fort. Und dann seht ihr oben rechts auf der Karte dasselbe Häuschen mit 0/7, Visit All Expedition Outposts. Also alle Expeditionsaußenposten, die es auf der Karte gibt, einfach einmal kurz vorbeischauen und dann habt ihr die Mission. Und hier auf der Karte seht ihr halt, wo diese Posten sind. Dann zum Beispiel, lande in Salty, Happy, Wayland Woods, Junk Junction und Paradise. Das ist eine Phasenmission, die ich persönlich gar nicht mag. Ich mag keine Phasenmissionen, die sind ätzend. Aber egal, hier seht ihr auf jeden Fall erstens dort, zweitens dort, drittens dort. Ihr wisst Bescheid, wie es läuft. Auf jeden Fall, so liest sich die Karte. Dann Stages, also wieder eine Phasenmission mit den Totenköpfen. In der ersten Phase müsst ihr in einem einzelnen Match 200 Schaden machen. Dann in der zweiten Phase in einem einzelnen Match 300 Schaden und dann 400 Schaden. Und so ist das Ganze zu lesen. Und das ist eigentlich wirklich ziemlich selbsterklärend. Deswegen erzähle ich auch gar nicht mehr was über die Mission, sondern ich lasse euch jetzt einfach diese Karte noch kurz eingeblendet. Lasst euch das Gameplay noch ein bisschen laufen. Und ansonsten war es das auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ein Abo dalasse und ein Like dalasse, das würde uns freuen. Und ansonsten checkt auf jeden Fall unsere Streams ab, die wir in Zukunft noch machen werden. Das Lösungswort werdet ihr doch hoffentlich in diesem Video finden. Ansonsten auf jeden Fall auch das Lösungswort in die Kommentare reinkommentieren, damit ihr mitmachen könnt. Und dann in irgendeinem zufälligen Stream könnt ihr dann gewinnen. Das Video zu dem Gewinnspiel, also wie macht ihr damit und wie läuft das Ganze ab, das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich bin auf jeden Fall an der Stelle raus. Viel Spaß noch beim Fortnite-Zocken bei der Woche 7. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.